hören könnt, regnet es mal wieder. Ich muss ganz schön laut reden, dass man mich überhaupt versteht. Tja, die Wassersäule vom Zelt scheint mittlerweile erschöpft zu sein. Man spürt immer kleinere, frische Tröpfchen durchs Innenzelt auch durchtropfen. Bilden sich auch am Innenzelt so kleine Tropfpunkte. Ja, mal gucken, ob es, wenn es weiter regnet, wie es dann weitergeht. Auch im Vorzelt vorne. Merkt man auf dem Teppich jetzt so ein ganz kleiner, leichter Feuchtigkeitsfilm. Es regnet halt nun schon jetzt den, ja, quasi dritten Tag, zweieinhalbten Tag. Und irgendwann gibt halt das, die Plane mal nach, aber ich denke eigentlich, ich müsste das viel besser aushalten. Wenn es nicht aufhört zu regnen, muss man was einfallen lassen auf alle Fälle. Wenn es zwischendurch mal abtrocknet, ist ganz gut. Schauen wir mal. Der letzte Aufnahme und jetzt sind es noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder so vergangen. Es hat immer noch nicht aufgehört zu regnen. Ja, jetzt gibt es erstmal Kaffee, Tee, Müsli und wir warten einfach ab, was passiert. Mir fällt gerade ein, dass ich noch mal einen Tarp dabei habe. Das könnt ihr auch noch oben drüber werfen übers Zelt, dass noch mal so eine zweite Schicht bildet. Aber dann weiß ich nicht, wenn sich das dann verklebt mit dem anderen, dann drückt das Wasser eh wieder durch. Dazu soll es wahrscheinlich erstmal aufhören zu regnen und ein bisschen abtrocknen, aber naja. Es hält noch, es hält. Aber naja. Sind wieder jetzt, weiß nicht, ein, zwei Stunden vergangen. Es hat jetzt endlich mal aufgehört zu regnen. Das Zelt hält immer noch. Ich habe jetzt mal hinten die großen Lüftungsklappen zugemacht. Da kam immer recht kalte Luft rein, glaube ich. Ja. Das Zelt trocknet jetzt so ein bisschen ab. Aber wir haben trotzdem entschlossen, was zu machen, weil ja, baden können wir heute eh nicht. Und deswegen haben wir entschlossen, wir gehen jetzt ins Kino. Ice Age 545 gefühlt. Fünf muss ich sagen. Achso, ja, 5. Da gehen wir jetzt hin, fahren wir nach Friedrichshafen. Das ist nicht weit von hier, 20 Kilometer. Und da gehen wir dann heute Nachmittag rein. Jetzt erstmal dann erstmal was malen, hier noch ein bisschen Mandalas. Und ich mal Garten. Und Emily macht ein Hausentwurf. Was war mit dem Zoom los? Macht einen Hausentwurf hier von unserem Zelt und allem? Nein, mach ich gar nicht. Machst du nicht mehr? Machst du einen neuen Hausentwurf? Ich habe ein Zimmer gestellt und zwar einen Garten. Okay. Jo, dann erstmal nachher was essen und dann so und ich höre eine Stunde dann losfahren zum Kino. Und ich höre noch ein Hörspiel und Freunde. Genau. Film ist zu Ende. Habt ihr ja kurz einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, 3 Sekunden oder so. Was gibst du dem Film von einer Skala von 1 bis 10? Also 10 ist gut, ne? 7? Ich glaube, ich gebe ihm nur eine. Ja, ich gebe ihm eine 7. 8. Eine 8. Jo, die ersten 1, 2 oder 3 Teile Ice Age waren halt lustig. Ja, die Story ist halt irgendwie so, wie sie ist. Kann man auf alle Fälle angucken. Ich werde im Kino immer müde in Filmen. Muss mich dann in der Mitte irgendwann anfangen zu quälen. Der Beste ist immer noch der Scrut, der Nussjäger am Anfang und am Ende. Kennt ihr ja vielleicht. Jo, wer Lust hat, geht rein.
soll keine großartige Empfehlung sein. Jetzt fahren wir nach Hause, zurück zum Zelt. Ja, wir sind gerade mit dem Fahrrad, deswegen wackelt es so, unterwegs. Wir fahren gerade zu einem Geocache. Den haben wir vor 3 Jahren schon mal angeguckt, den haben wir nicht gemacht. Mal gucken, ob man dieses Jahr mal. Ganz schön viele Schlaglöcher hier. Na, irgendwie überholt mich mal. Wenn ich es richtig verstehe, muss man hier die Leiter hochklettern. Dann ist da oben irgendwo an der Spitze das Ding. Und dann, ja, Emily mag mich nicht filmen. Sie hat ein bisschen Schiss, deswegen mache ich das Ganze mit dem Stativ. Ja, eigentlich soll es ein Mikro sein, das heißt, da müsste mit Magnet eigentlich da oben immer festgemacht sein. Da ist allerdings nur ein Rest Schnur. Auf die Schnelle konnte ich jetzt nichts finden. Dann wird er als nicht gefunden gelockt, auch gut. Ja, also da oben hängt noch Schnur. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Cache zu tun hat, aber ja, da war er nicht, Emmy. Nee. Sag ich doch. Ja. Wir waren gestern noch am Wasser gesessen, im Friedrichshafen. Nee, Quatsch. Da, wo wir waren, am Pfahlbautenmuseum, da waren Enten und die haben uns aus der Hand gefüttert und wollten Emily ihr Marmeladenbrot klauen, das wir dabei hatten. Das war der Hammer. Ich habe es leider nicht gefilmt, das war ein bisschen doof. Wir konnten aus der Hand gefressen. War echt cool. Uns hat gar nicht mehr getan. Wolltest du mir nicht glauben? Heute mal was Gesundes. Gurken, Paprika, oh, Zwiebeln. Entschuldigung. Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Käse, Brot. Lecker. Ja, auch der Tag ist vorbei. Wir haben jetzt, weiß nicht, 9:30 oder so. 10 vielleicht. Schon 10? Naja. Dann ist ja jetzt gleich Schlafzeit für dich. Und auf einem fetten Teil hier. Riesengerät. Zu
weil... Jo, war ja dann durchaus noch erfolgreich der Tag. Kino gewesen, bisschen Geocachen, zwar nichts gefunden, aber immerhin noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, noch den Fluss kurz beobachtet. Jo, Zähne sind geputzt, Emily ist geduscht, kann man den Tag ausklingen lassen. Ich habe jetzt das Tarp über das hinteren Teil vom Zelt gespannt. Es ist auch dunkler. Es ist ein bisschen dunkler jetzt und ich glaube auch, dass es dichter ist dadurch, aber ich denke auch, dass es gar nicht mehr regnen wird heute Nacht. Aber sollte es, sind wir soweit safe. Dann bis morgen früh. Wartet, und ich empfehle euch diese fette Flasche. Die kann man sehr gut halten und da sind 2 Liter drin und das schmeckt sehr gut, das Wasser. Das ist von Vitell, natürliches Mineralwasser. Das heißt Mexi-Club.